wir irgendwas hier finden. Ach, Hals. Ja, haben wir noch. Aber den Pilz nehme ich hier mit. Ah, vielleicht finden wir irgendwas drin hier. Oh, Konserven. Feuerlöscher. Baseballschläger, ist schon mal ganz gut. Ein Generator, das wäre noch besser. Ja, was machen wir jetzt? Hier kann ich die nicht einfach wegdroppen. Generator ist immer ganz gut. Auf den Bierflaschen. Weiß ich nicht, ob wir jetzt noch hier weitergehen sollten. Das ist aber ganz gut. Da ist noch was drin, ne? Erdnussbutter. Falls du das zu essen suchen, Nähe vom Bunker. Dann matschen wir schon mal weiter. Ein Generator ist top. Generator ist top. Kann verwendet werden, um Gegenstände mit Strom zu versorgen. Zum Aktivieren, Hochziehen und Loslassen. Jetzt haben wir natürlich in, für die Richtung natürlich schon ein bisschen was verschwendet an Zeit. Aber wir gehen einfach weiter hoch. Wir bauen unser Lager ein bisschen später auf. Ich hoffe mal einfach ohne Wölfe, dann wäre das besser. Ah, Pilze sind ganz unterwegs ganz gut. Auch Bären. Aber die kleinen Bären sind besser als nichts, das können wir jetzt gerade nicht mitnehmen. Sollten. Ich versuche jetzt gerade noch einen Platz zu finden, wo Stein und Holz ist. Das wäre am besten. Und wo kein Wolf ist. Ich glaube, wir nehmen den Platz hier. Wir machen jetzt erst ein Feuer auf. Heizen den Mist erstmal ein. Jetzt ist das Zelt aufgebaut, ja. Können wir auch nicht verbessern gerade, aber wir können dafür mal Steine kloppen gehen hier. So, dann können wir Holz sammeln. Ja, müssen wir natürlich dran stehen, das wäre sinnvoll. Essen haben wir noch genug. Brauchen wir noch was über Nacht? Gut, wir brauchen wieder 20 Holz zum Pennen, klar. So können wir eigentlich die Bärenfutter eben kurz anheizen. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr. Braten in der Zeit. Immer rein. Noch einer. Blizzard. Wir sollten schlafen gehen. Bis der Blizzard weg ist. Jetzt haben wir natürlich Pilze noch da rumliegen. Aber wenn der Blizzard weg ist, dann brennen wir auch eben die Pilze weiter. Weil ich will hier nichts wegschmeißen. Und ich kann die drei Holz da rausschmeißen. Und der nächste Slot wird auf jeden Fall wieder ein Rucksackplatz sein. Mit so zwei Slots. Ah, die Steine haben mich jetzt ein bisschen reingeritten. Der Baseballschläger. Gut, konnte man noch nicht wissen. Was ist das hier? Schneesturm, alles klar, schlafen, warmes Haus. Warmes Haus ist auf jeden Fall wichtig. Warmes Haus ist wichtig, komm. Hau ab! Hau ab, hau ab. Schneesturm weg. Schneesturm absolut geil weg. Sauber. Ich stehe ein bisschen eher auf. Können wir noch einen Skillpunkt verteilen? Nein, können wir nicht. Aber wir können hier ein paar Pilze sammeln. Das heizen wir noch ein. Wir
Wir sammeln jetzt noch hier den Rest Ende. So. Klatschen hier schon mal die Pilze rein. Nee. Einpacken. Die braten wir uns jetzt noch für unterwegs mit. Dann haben wir auf jeden Fall genug Essen an Reserve. Ich habe noch was im Zelt drin. Also, sollte eigentlich funktionieren. Dann können wir uns noch den Platz. Den letzten Pilz. Dann geht's ja auch weiter. So. Tschüss. Pilze und. Stacken unseren Futtermampf ein bisschen mit auf und nehmen den Pilz hier mit. Pilzvorrat. Hier geht's auch weiter. Ah, wieder zwei getrennte Wege. Wo lang? Gehen wir hier lang. Jetzt sind Baseballschläger ausgerüstet, okay. Können wir uns auf jeden Fall ein bisschen mit wehren. Wie viel macht der? 10 bis 15 ist okay. Oh, beziehungsweise hat irgendwas verpasst. Mobilität plus 1. Ich glaube, das geht auch am schnellsten hoch von allem. So. Kommen wir wieder in die Richtung. Ja, müssen ein bisschen hier rüber. Dann sollte es auch. Ah. Geh weg. Ich klopp dich diesmal zu. Ich klopp dich zu Tode, Wolf. Wölfe sind echt mies. Kommen wir da runter her? Eigentlich nein. Absolut okay. Mal kurz eben Pause drücken. Muss ich mal ein bisschen umsetzen. Wir jetzt schon knapp 40 Minuten in der gleichen Pose sitzen. So. Wir wandern. Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Ist hier Ende Gelände? Oder was? Ne, oh, hier geht schon wieder ins Zelt. Wir gehen hoch. Hier gehen wir hoch. Jetzt müssen wir es riskieren. So ein paar Stunden schon wieder das Lager aufschlagen, ne? Weil den Generator will ich definitiv nicht wegschmeißen. Egal was. Oh, der betäubt den sogar. Bleib hier, du Sack. Komm her. Man denn auf. Ey, komm doch her. Du Sack. Wie kann man ihn denn werfen? Ah, hier. Yeah. Easy. Komm, Umsteuerung. Da gibt es doch bestimmt eine Taste, wie man Sachen wegwerfen kann. Ausrüsten, Tagebuch, Karte, Chatliste, Sprinteninventar öffnen, nö. Nutzen. Komm, wir schlagen hier unser Lager auf. Aber wenigstens noch aus seiner Nähe. Ah, oh, dieser Wolf, der nervte gerade echt. Rohes Fleisch können wir nicht. Pilze haben eigentlich relativ ganz viele. Ah, jetzt stellt mich das nur mit hin. Komm her. Jetzt glaube ich auch das rohe Fleisch ganz scharf. Wir schnabulieren mal hier so eine Konserve leer. Ach, man kann nur 18. Alles klar. Das wusste ich natürlich auch nicht. Dann haben wir erstmal einen guten Vorrat an Essen, würde ich sagen. Na komm.
Was haben wir? Kritische Treffer, Angriffstempo, Nahkampfschaden. Das machen wir. Knochengewinnung, Sehnengewinnung, Knochengewinnung, Verteidigung. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Auswirkungen einer Blutung zu vermeiden. Definitiv ist absolut kurz gut. Mobilität. Zack. Ja, das ärgert mich gerade mit dem Fleisch, weil ich diese Stadt nicht für diesen Mist loswerden hier. Kann man das nicht irgendwo hinpacken? Kann ich hier nicht was tauschen? Ne, das sollst du ja nicht roh essen, was kannst du raten, mein Freund? Warum ist denn Platz? Alles top. So, jetzt gehen wir noch pennen. Schlafen. Das ist schön. Bin daraus von ja. Wir können da jetzt den ganzen Weg lang laufen. Das ist natürlich krass. Herrlich dazu. Da kann man auf jeden Fall nicht mit meckern. Schlafen. Na, ja, ob ich durchschlafe, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Das nächste Lager müssen wir auf jeden Fall wieder was aufbauen. Essen haben wir absolut jetzt genug. Das ist insane, was wir an Essen haben. Sieht man, die ganze Leiste ist auch noch voller Essen. Da kommen wir ganz gut mit hin. Simo, stimme auf. Aber das Haus auf jeden Fall. Nur Hütte müssen wir immer ausbauen, sofort. All das gibt natürlich auch Energie. Und auch Wärme. Wenn sowieso ein Feuer daneben ist, dann gibt es auf jeden Fall noch mehr Wärme. So, der Schatten wird gleich kürzer. Ach, aber auch wenn er kürzer wird, steigen wir aus. Na, damit ich hier das auch überlebe, trinke ich erstmal einen Schluck. So, wir stehen auf. Nein, wir wollen nichts. Das packen wir natürlich einpacken. Beim Zelt brauchen wir immer wieder Truhe. Ja, Pilze brauchen wir jetzt nicht unterwegs mitnehmen. Wir haben genug. Ich wollte jetzt oben lang gehen, habe ich gesagt. Dann wurde ich ja von so einem scheiß Wolf aufgehalten. Der auf jeden Fall ordentlich was ins Gesicht bekommen hat, aber ich natürlich auch zwei Heilsalben verbraucht habe. Na komm. Ich kann diese Steine nicht werfen. Die werde ich. Ich will das loswerden. Ah, okay. Einfach dahin klicken, alles klar. Einfach hinklicken, dann wird man den Scheiß auch los. Ah. Naja. Damit wird es schon auf jeden Fall besser gehen. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen was langlaufen. Zwei Heilsalben haben wir noch, das heißt, ich kann gegen zwei Würfel könnte ich noch antreten. Kein Problem. Gegen den, wenn er will. Oder auch nicht. Ein kaputtes Auto verrät uns immer, dass hier irgendwas ist. Aktiviere die. Okay. Das heißt, wir müssen hier runter. Da kommen wir nicht hin. Pilze. Unsere Schuhe sind bald abgelaufen. Ja, wo, aber kannst du oben aktivieren anscheinend. So ein bisschen rumlaufen. Ach, und natürlich darauf rum, dass wir nicht so schnell die Wölfe hinkriegen. Aktiviere die Funkstation in der Öldeponie. Bisschen. Toll, wo ist die Mülldeponie? Och nö. Wildschwein? Wow. Ah, gegen zwei solche Tiere kann ich auf jeden Fall nicht antreten gleichzeitig.
Nein, wir sind gestorben. Oh mein Gott, alles klar. Ich mache hier einen Cut und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen ist, denn euer Flash of RP und ciao, ciao.